Freitagabend, 5:30 Uhr. Die Rush Hour dröhnt durch Zürich. Im Kulturkeller Zhönk spielt Manolo Panic, eine Band aus dem Zürich-Oberland. Wie viel Aufwand ist eigentlich ein Konzert? Und was läuft im sagenumwobenen Backstage? Als erstes ist Schleppen angesagt. Instrument, Verstärker und Merchandise. Run away and hide behind the tree. It's hide and see. Der Aufbau zieht sich in die Länge. Soundcheck. Manolo Panic haben keine Roadies wie grosse Bands. Sie machen alles selber. Einpacken, auspacken, einstecken, ausstecken. Hätten wir gar keine Spiele, das ist nicht gepasst. Ja. Im Backstage wartet die Bürokratie, ein Formular von der Swisa, aber auch eine kleine Überraschung. Geil, schau mal die Aussicht hier. Wäre froh, wenn es dann wieder würde. Downtown Hönig. Ohne Bier geht nichts. Irgendwie muss man die Zeit ja zu Tod schlagen. Sex, Drugs and Rock'n'Roll? Nein, viel mehr Smartphone, warten und ein bisschen rumblödeln. Zum Znacht gibt es Spaghetti. Die Gage ist immer wieder ein Thema. Hey, jetzt spielen wir nur für fix Gage. Das Benzin haben wir jetzt eigentlich... Draussen? Eben nicht, wahrscheinlich nicht einmal. Drei Autos? Zwei, kannst du rechnen, der ist so. Dann geht es endlich los. Nach der Show gibt es keine Zeit zum Verschnaufen. Ein bisschen Smalltalk mit dem Publikum, dann aufräumen. Gehört dazu. Herrenfahren als Konzert, spielen, aufbauen, spielen, wieder abbauen, heimfahren, gehört alles dazu. 130 Franken haben sie verdient. Es langt vielleicht knapp fürs Benzin. Es gibt ja den Spruch, Geld macht nicht glücklich. Vielleicht stimmt es nicht ganz, aber für mich ist schon die eigene Zufriedenheit oder die Erfüllung, die Schaffung von diesen Sachen, das ist für mich wichtiger. Bis alles wieder in die Autos geladen ist, ist es 12:30 Uhr am Morgen. 7 Stunden waren sie da. Manolo Panic fahren heim. Kurz schlafen. Am nächsten Abend haben sie schon wieder einen Auftritt.